Ich bin Ronja und gehe aufs Forms Gymnasium in Berlin-Süd. Hi, I'm Naim and I'm in Year 9. Wir wollen euch einen typischen Schultag an unserem Gymnasium zeigen. In German and in English. Ich bin letztes Jahr mitten im Schuljahr hierher gewechselt und der Grund war eigentlich, dass ich war in einer normalen staatlichen Schule und wir hatten viel Ausfall und dann sind wir auf diese Schule hier gestoßen und haben uns das mal angeguckt am Tag der offenen Tür und fanden das ganz wunderbar. I really enjoy going to this school. It is a very friendly community. It's like a big family. And the teachers are very nice. The classes are really small. My class are only 11 people. And they are all really friendly. Today, in the first two lessons, we had science. And at the beginning, we did a lab for chemistry to see how flammable hydrogen is. At the moment we are talking about waves, for example radio waves, microwaves, and also ultraviolet radiation or infrared radiation. Wir behandeln einen Künstler, der heißt Penderecki. Das Besondere an ihm ist halt, dass er nicht Noten im normalen Sinn aufgeschrieben hat, sondern in, wie wir so schön sagen, Graphic Notation. Also man sieht zum Beispiel Kreise oder Dreiecke oder einfach plus Striche. Es hört sich an wie wahllos zusammengepuzzelt, aber es ist in Wirklichkeit auch Musik und das ist halt auch was Besonderes. In break time first we eat our lunch. Es gibt drei Gerichte. Also eins ist so ein bisschen aus der Region, dann haben wir eins, das sehr exotisch ist, sehr was anderes und das klassische einfach. Und dann kann man halt immer wählen. Es ist auch immer eins, was ohne Fleisch ist bei. And then we play baseball with Mr. McPherson. Und wir sitzen dann 30 Minuten oder so draußen. Und dann machen wir draußen Sport oder wir setzen uns einfach hin und quatschen ein bisschen oder wir spielen was und oder fragen uns gegenseitig noch was ab für irgendwas. Super. Ja. Compound or compound complex sentences. In English we are talking about how to write an essay. So we can improve our English. Wir haben zwar einige Fächer auf Englisch, aber es überfordert einen nicht und man kann gut alles verstehen und man kann auch immer fragen und es wird schon auf die Grammatik geachtet, aber es geht darum, Sicherheit zu gewinnen und zu sprechen. Wie sehr beeinflusst Werbung oder ist es noch glaubwürdig, wenn ein und dieselbe Person ja, für 6 oder 7 unterschiedliche Produkte wirbt? In Ethik behandeln wir das Thema Stars und Idole. Darum halt, wer ist da oder wer ist Idol und warum und wer ist es nicht. I love Forms because of the community, the small classes, the nice teacher and also because it's very modern. Also ich finde meine Schule ganz toll, weil wir haben einen super Zusammenhalt in der Klasse. Wir sind halt auch kleine und klasse und haben dadurch einen besseren Unterricht und auch eine viel neuere und modernere Schule, also viele neue Dinge. Ja, aber das Größte ist dieser tolle Klassenzusammenhalt, der einfach dafür sorgt, dass man auch eine super Lernatmosphäre hat. It's like a big family and everyone cares about the other.